Ja, und los geht unsere kleine Tour auf dem Montaña de las Rosas. Übrigens soll das ein toller Hotspot für Astrofotografen sein. Auf jeden Fall wurde uns das am Infoschild so geschildert. Ich persönlich kann das nicht bestätigen, habe von dort aus noch nicht fotografiert, aber von vielen anderen Hotspots, und La Palma ist eine wunderbare Insel für die Astrofotografen. Ja, und unser Problem, was wir jetzt gerade haben, wir haben das Wetterphänomen Kalima. Dazu kann euch Wick ein bisschen mehr sagen. Ja, Kalima ist ein Wüstenwind, der aus Afrika rübergeweht kommt. Also der sogenannte Sahara-Staub, der heißt im Spanischen auch Bruma seca. Ja, das ist also wirklich eine unheimliche Hitze, die so rüberkommt und ja, die man in den Temperaturen und dem Staub einfach merkt. Ja, wir haben tatsächlich Temperaturen oder Spitzentemperaturen von fast 40 Grad unterwegs gemessen und kraxeln jetzt hier so ein bisschen über loses Vulkangestein, den Möchtegern-Berg hoch. Wie gesagt, das ist nichts Anspruchsvolles. Aber das Klima macht uns echt schon zu schaffen. Oh Gott, und hier komme ich nicht weiter und da brauche ich eine kurze Stütze von Stefan. Ja, der alte Mann mit seinen Stöcken ist doch durchaus zu etwas zu gebrauchen. Und wenn es nur eine helfende Hand ist. Ja, und warum ich Stöcke trage, ich hatte einen Bänderriss und habe Probleme mit dem Fuß und deswegen brauche ich hier jetzt Unterstützung. Ja, und so kriechen wir langsam bei fast 40 Grad den Hügel hinauf. Und was wir dort erblicken, das ist ein typischer Wallfahrtsort, den es überall auf den Kanarischen Inseln gibt. Ja, Religion ist ein Thema, Vic, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen Kanaren sind sehr religiös, also im Grunde katholisch, ne? Ja, genau, sehr Soweit ich katholisch weiß. geprägt. Aber nicht so aufdringlich katholisch, wie man das aus Deutschland kennt. Das finde ich ganz spannend. Ja, das ist ganz hübsch und ganz nett, aber ja, wie gesagt, nicht so aufdringlich irgendwie. Ja, finde ich auch. Es gibt da schon große Feiertage und so weiter, wo alles zelebriert wird. Aber ja, wir kommen als nicht religiöse Menschen da sehr gut mit zurecht und respektieren natürlich auch die Kultur. Ja, und hier nochmal ein schöner Rundumblick von unserem Spot, auf dem wir sind. Wir sind übrigens aus einem ganz bestimmten Grund hier hochgewandert. Wir haben dort einen Geocache gefunden. Beziehungsweise haben wir den gesucht und gefunden, und das war unsere Motivation, hier überhaupt hochzukommen. Aber man sieht es ja, ne? Es hat sich absolut gelohnt, wegen der Aussicht. Ja, man sieht noch mal jetzt hier auf dem Spot, glaube ich, nicht so richtig gut, aber wir haben einen Mega-Ausblick noch mal auf den neuen Vulkan gehabt, der ja uns ja sehr irgendwie am Herzen liegt. Naja, oder eher nicht, weil Oder eher nicht, er. ja, also weil er uns so viel genommen hat und naja. Und ich muss Aber dazu sagen, man uns sieht nicht auch. persönlich, aber wir bereisen die Insel ja schon seit Jahren, und die Insel wurde durch den neuen Vulkan neu formiert, neu geformt. Das Haus von Freunden wurde vernichtet, und das nimmt uns so ein bisschen mit, aber das gehört halt zu der Natur mit dazu, ne? Ja, und sonst war der Spot auch total schön, weil Stefan da eine total coole Pose hatte. Sieht man jetzt nicht mehr vor einer Minute. Ja, und jetzt, was machen wir? Wir machen uns jetzt wieder, nachdem wir den Geocache gefunden haben und die Aussicht genossen haben, auf dem Rückweg. Alter Mann wieder mit Stöcken unterwegs. Und ja, was man gleich nicht mehr sehen wird, es geht steil bergab, es wird rutschig, wir werden auf dem Hosenboden runterrutschen. Ich habe das nicht mehr gefilmt. Ja, tut mir leid, ihr könnt euch nicht über uns belustigen. Aber naja, so ist das eben in der YouTube-Welt. Ich sage einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt auf den Abonnieren-Button. Gefällt mir, und die Glocke, wenn ihr keine weiteren Videos von uns verpassen wollt. Ach, und Moment, hier stolper ich noch mal irgendwo Video durch. ist vorbei.